Okay. Ja, wir müssen natürlich unbemerkt bleiben, mehr oder weniger, damit der Supercarrier nicht gewarnt werden kann und verhindern kann, dass wir quasi mit dem der Corvette an Bord gehen. Alter, Alter, bin sowas von knapp gerade den Tod in Runden. Alter Schwede. War das close? Ja, du kannst nicht abschütteln, ist okay. Du hast zu viel Star Wars geguckt, daher kommt das. Oh, übrigens, dieser Star Wars Trailer, ne? Also der zweite jetzt. Hier, Force Awakens. Je nachdem, wann ihr das jetzt gerade hier schaut. Freunde, der war so genial. Da wollte ich nur nochmal anmerken, ja? Chewie, we home. So, also, keine Ahnung. Mir ist da persönlich sehr das Herz aufgegangen. Allein wegen dieser Musik und wenn Mark Hamill da labert und so. You have this power too. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Freue ich mich auch schon drauf auf den Film. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Was? Wer versucht mich anzuvisieren? Okay, es scheinen nur noch ein paar wenige zu sein. Was definitiv gut ist. Und das da ist ein Banshee. Und das hier ist wer? Ich frage mich, warum auch keiner von denen mal versucht zu fliehen eigentlich, weil das ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, gut. Vielleicht denken die immer noch, dass sie uns holen können. Ich glaube, das ist okay. Dann gehen wir mal rein, ne? Und landen auf der Corvette. Ziemlich fancy. So. Dann gehen wir mal. And the horse you fill in on. Tschuuu, in die Schwerkraft! Ein kleiner Schritt für einen Spartan. Aber ein großer Schritt für diesen Ranger, der jetzt tot ist. Da muss ich wieder an Interstellar denken. Einer der besten Filme der letzten Jahre, definitiv für mich. Göttlich. Also ich war im Kino wirklich geflasht as hell. Und ja, letztens habe ich mir dann nochmal angesehen auf Englisch. Endlich zum Glück mal. Und es war immer noch genial. So, das hier ist übrigens die Multiplayer-Map Zealot. Und ja. Ist. Na, es war eine gute Idee, die Shotgun mitzunehmen. Ich glaube, jetzt sind wir weiter hier. Alright, Noble. Let's get that slipspace bomb on board. Six, head for the hangar. Ah, wenn ihr die Tür aufmacht, dann würde ich ganz zum Hangar gehen. Aber die Granaten fliegen auch ganz anders, Alter. Oh, fuck, ich bin MP. Hilfe. Tötet den Ranger. Tötet Grunts, tötet alles. Ist dein Helm plötzlich weg? Oh Gott, was ist hier? Ach ja. Ich sehe das Problem, ja. Eine Alienrasse, die auch in die Allianz gezwungen wurde, ist nämlich hier ein Ingenieur. Ich möchte ihn eigentlich ungern töten, aber ich muss. Sonst haben die alle noch zusätzliche Schilde. Deswegen haben die alle so lila beleuchtet. Und das ist doch sehr ungünstig für mich. Sie haben irgendwie immer noch welche. Ist hier noch einer? Oder was? Habe ich den doch nicht? Der ist doch explodiert. Moment mal. Sollen wir alles absuchen. Zum ersten Mal in Odyssey aufgetaucht. Da werden wir dann auch einiges erfahren. So an Story-Hintergründen. Fuck. 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 So, ist jetzt hier noch irgendwo einer? Oder haben wir noch irgendwie Schilde so gehabt? Okay. Ja, komisch, wenn hier... War immer mit dem Wurzler da. Wer? Ach, der Ranger. Cool. Na komm. Ich will das... Will das Ding da treffen. Halt die Fresse, Band. Meine Güte, fuck mich jetzt nicht an.
ist das stressig, hier so einen Allianzschutz zu invasieren. Ich jetzt nicht erwartet, oh fuck. Nein! Warum muss er mich denn auch pushen? Oh Mann. Ey, nee, Freunde. So wollte ich das nicht. So wollte ich das wirklich gar nicht haben. Und jetzt sterben die Grunts irgendwie auch nicht mehr. Das mit der. Also der mit dem Brutzler, ne? Der geht mir gerade gehörig auf den Keks. So. Will ich jetzt tot haben? Wie viele Ranger sind denn hier, Alter? Und ich treffe das Ding nicht und jetzt habe ich keine DMA-Munition mehr. Ist ja göttlich. So, was habt ihr denn hier für Waffen? Ach ne, wir haben einen Needle Rifle und einen Marines mal ihre Waffen behalten. Oh, du stirbst bitte mal. Okay, nein, cool. Überlebt. Oh Gott, ich wollte nicht runterfallen. Na, komm ran hier. Puh, noch einen Schuss im Magazin. Das war knapp, möchte ich sagen. Ist irgendwie gerade auch eine schwierige Stelle, muss ich feststellen. Ich spiele einfach nur schlecht. So oder so. Fall nicht so einfach wie gewünscht und ich falle hier runter. Und auch nicht zum Glück. Diesmal machen wir das Ganze bitte ein wenig anders. Okay. Kann doch nicht so schwer sein, hier dieses. So, meine Güte. Und tschüss, Freund. Ja, wir haben wieder Schwerkraft. Schön, cool. Dankeschön. Okay. Schilde runterfahren. George kommt mal an. Sehr schön. Mit dem Antriebskern. Bodycake is aboard, Colonel. Copy that. Six, get your fire team to the bridge. The Corvette's refueling run with the supercarrier will have to be initiated manually. Yes, sir. Five, stay with the bomb. Discourage the curious. My pleasure. Hear that, Lieutenant? I'll be all by my lonesome back here. Make it quick, would you? Ja, ich beeile mich so weit ich kann. So, einfach noch mal ein bisschen Equipment hier mitnehmen. Weiß nicht, soll ich einmal mit Armorlock spielen, um es zu zeigen? Nochmal? Ja, mach mal. Okay. Jetzt kann ich aber leider nicht mehr sprinten, was mich irgendwie immer nervt, aber gut. Naden wir nochmal. Oh, der stirbt auch. Er hat mich fast wieder gestuckt, ne? Das ist unfassbar. Unfassbar. So, wen haben wir denn hier? Private St. John's und Ace Solomon und oh, Hoffman und Elton. Elton. Ah, Elton, deutscher Synchrosprecher in Halo 3. Aber müssen wir uns ja nicht mit rumschlagen. Hoffman, hallo Hoffman. Hoffman. Was stellst du dir denn? War das denn der Zweite, ist richtig? Ich dachte, ich wäre gesagt worden. Habe ich mal lieber Armorlock angemacht. So, den einen wollte ich unbedingt noch holen. Los, Hoffman! Hoffman, du schaffst es, du bist der Mann! Fuck, ich hab Marine damit getötet. Es tut mir sehr leid, aber eigentlich, nee, eigentlich nicht. Wollen wir nicht so sein. Wenn ich den jetzt nicht assassinieren kann, ne? Der kontrolliert also die Geschütze, du Spacko. Shit, die Savannah ist hin. Das war unser Ticket raus. Scheiße. Was
Was machen wir denn jetzt? You're in deep with no cover. Get that Corvette moving and get the hell out of there. Okay, gut. Wir haben ja noch den Pelican. Damit können wir immer noch zurück in die Atmosphäre gelangen.